Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Liquid Crystal. Random Miser Nuzlocke Challenge. Im letzten Part, ja, ich habe wieder alles nachgespielt. Wir waren die ganze Zeit in der Silpro und aus Versehen bin ich schon in die Cutscene reingelaufen. Legendary Pokémon Locations. Let's on Drive 6 Byte. Here we go. So one of the dragon Pokemon from the Dragon's Den survived, and it fled to an island just Alter. Wartet, Leute. Mal wieder meine Mutter auf Messenger. And it fled to an island just off of Fuxani City. I'm not interested in just one. What's this? Three Pokémon from space, known as the Regis, Ice, Steel and Rock type Pokémon. This will do perfectly to control this world. Hi. Stop right there. We know what you are planning. Maybe you should stop talking to yourself. Ah, well, if it isn't Axel and Root, right? Well, looks like you are too late. I've got the information I was looking for and we're leaving it. Just try to find me this time. Come on, boys. We're done here. Thank you guys so much for saving Silphco. I never got your names. Ah, Root and Axel. I'll be sure to remember them. I've shut off the entrance to the underground warehouse so nobody can enter here again. Here, a little gift for each of you to show my gratitude. Come on, take them. Oden, Meister, well, danke. That's a special Pokeball we developed here. It never fails to catch a Pokemon. Anyway, I heard Team Saturn's boss talking. They are not interested in the Dragon Pokemon anymore, whatever that means. Thanks, Director, but we heard him say that too. He talked to himself anyway. I catch you later, Root, before you leave Saffron City. Ja, auf einmal gibt's das nicht mehr. Und jetzt können wir auf einmal nach Saffron City in die Arena. Wie kann man hier eigentlich wieder? Hello, the Art King is a fighting dojo's master. He's in a cave in Johto for training. Root found one focus band. Ja, danke. Können wir in die Arena? Beim Team habe ich es versucht, so ähnlich zu machen wie im letzten Partner. Und die Trainer speed ich mal, weil die werden jetzt wahrscheinlich nicht wirklich stark sein. Drowsy. Das sind irgendwie zweimal nach links und zweimal nach oben. So im Lösen, keine Ahnung. Hypno. So, Becker wurde besiegt. Ich probiere sie jetzt nur ein bisschen mal. Alter, war mal wieder so klar.
Und diese Trainerin, die labert irgendwas mit Soul. Ja, ich finde Soul selber. Warum ist Carbonite gerade so geschwächt? Ich hoffe es jetzt. Oh, zeige ich, okay, wie ich mach's. Okay. Low Bro. Der so Blume. So. Bei Solarstrahl und Rasierblatt können wir ja mal gucken, ob hier das mit Physik schon speziell vom Typen abhängig ist oder von der Attacke. Ich sehe gerade, jetzt höher gelevelt als ich. Dieser Slowbro. Solarbeam. Ja, natürlich sind jetzt auch mein Special. Und Solarstrahl. Oh, da sind wir ja schon. Oder ich würde sagen, wir heilen mal. Kannst du ja schnell den Pokémon-Set abbauen, oder warum ist Dennis auch noch angeschlagen? Wo oh, stimmt schon. Im Pokémon-Set, ich depp. Ich depp. Safe State. I knew you were coming. 3 years ago I had a vision of your arrival. You were after my badge. I don't enjoy battling, but it's my duty as a leader to confer badges on anyone who has proven him or herself worthy. Since you wish it, I will show you my psychic powers. Weiß aber dem Spider aus. Hat Gott so übergenommen. Finde ich gut. Knirscher. Alter, da war der Vortrainer nicht gerade eben Level 64. Warum ist das Espion so niedrig gelevelt? Center Tick. Also ich finde es gut, wenn man Boden-Pokémon nicht mit Center Tick angreifen kann. Also, dass es keine Wirkung hat. Na gut, wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, vielleicht Xania City. Weil,
Aber der Typ sagte halt, der will als nächstes nach Xania City. Der gute Russell. Frag mich, ob sie an so Sachen gedacht haben, wie dass man mischt so Zinnoberinsel kann über, ich glaube, über Xania City, Mr. Mime. Mr. Meme. Ja, nennen wir ihn Mr. Meme. Also warum ist die so niedrig gelevelt? Ja, aber komm, Simsala wird jetzt richtig krass, ne? Wird ein richtig hohes Level, wird Simsala haben. Alakazam kommt. Und es hat Level 54 nur, okay. Bei der Vortrennung Level 64. Ja, okay, Psyche kommt. Und es macht einiges an Schaden. Warum war das so klar? Das war so klar. Ist schon mein Lack mal wieder. Gipsaki kommt wieder. Bitte mach unter die Hälfte. Solange er mich nicht quittet. Warte mal, 93. Vorhin hat er mir. Okay, ne, ich muss sein. Wenn er jetzt wieder mit dem normalen Schaden ankommt, bin ich tot. Er hat mir nämlich so circa 6 nach 96 gemacht an Schaden. Und ich hatte 94 übrig. Da hätte ich definitiv nicht überlebt. Und schon weil er mir jetzt über 100 gemacht hat. Da die Mucke, die ist so geil. Ich nehme den Scheiß hier gerade um. Fuck. Ich nehme den Scheiß hier um 23 Uhr auf. Das darf er erst recht nicht kritten. Computerzeit, okay. So kommt 2 AP habe ich noch. Reflect. Fuck. Olakasam use Psychic. Fuck. Auch jetzt schon Future Sight trifft noch, wo der Kampf geschafft ist und wehe. Und trifft Future Sight noch? Nein. Gut. Wäre unfair gewesen, wenn nicht. Ich aber dem Spiel zugetraut. Die Marshbatch. Also die. Ich glaube, der heißt im Deutschen Sumpfwarden. Finde ich den Namen bis heute unpassend. Hätte man eher für eine Giftarena oder Wasserarena nehmen sollen. Ja, stimmt, Wasser wäre es sehr gut. Aber doch nicht für Psycho. So, wir haben Sabrina. Sehr schnell geschafft sogar. Ist gar nicht erwartet. Ich glaube, wenn man immer nur nach links und rechts läuft, kommt man da irgendwann zum Ausgang, oder?
Jetzt finde ich den dummen Eingang nicht. Danke. So, hier, jetzt kriegt man Bike auch mal screent an. Wollen wir sehen, welche wir haben geöffnet. Hat sich auch der oben geöffnet? Ja. Hierbei, ich will euch jetzt was richtig Witziges zeigen. Und zwar, wenn ich hier meinen Wall so hier das einsetze, sind hier Bäume. Alter, hier kommt man dann so raus. Und jetzt auf einmal nicht. Und hier sind dann bei Safronia City Bäume. Weil der Scheiß noch nicht geladen ist. Geil, ne? Und hier dürfen wir auch wieder ein Pokémon fangen. Also, müssen wir uns hier wieder cool fühlen. Und wir bekommen einen. Uto des Jups. Ist unser Hut gestorben oder ist er im Team? Ne, warte, ich glaube, ich habe Hut auf die Box gepackt, ne? Ja. Weil mit einem Nocturum zu laufen wäre ein bisschen langweilig. Oh, wir sind doch im letzten Part angesprochen. Na geil, Karnivanha. Oder hier Menschen Kavanha. Karnivanha ist schon cool. Jetzt kommen die ganz langweiligen Namen, ne? Jetzt kommen die seltsamen Namen. Weil wir schon einen Pokémon Schlachtsein haben und eins Arthur. Dann haben wir jetzt eins mit Kid Cobra und eins mit Max. Ne, oder ich nehme seinen alten. Ne. Nö. Wir wollen jetzt seinen alten YouTube-Namen nehmen. Ja, nice. Violet City. Was, Viola City? Hab ich mich gerade mit dem Scheiß... Hab ich mich gerade mit dem Scheiß ernsthaft nach Johto gebackt? Ich habe gerade ernsthaft nach Johto gebackt. Ja, nein, ich habe mich nach Johto gebackt und ich muss Karnivanha freilassen. Sorry, Karnivanha. Aber dich darf es leider nicht geben. Oh Leute, da werden wir uns in Safronia City wiedersehen. Bis gleich. So, da gehen wir jetzt aber legal nach oben, ne? Und der Famous FK und seine Bugs. Ihr da nutzt oder Cheats oder wie auch immer ihr das nennen wollt. You can't wanna see Fuchsia Gym Badge. Ernsthaft, man braucht den Fuchsania City. Sprich, uns bleibt nur noch der Weg hier. Und Axel.
Footwork back there, Rude. We showed Team Saturn. I think put together we can destroy them. Well, I'm off to see more of Kanto. Nobody can get through to below Fuxania City anyway. Apparently it's blocked off by some huge rocks. Well, I'll see you around. Route 7. Tanhill. Tanhill, geil. Alter, aktuell bin ich wirklich sehr zufrieden mit Johto, mit Kanto. So von den wilden Pokémon. If next time to the captured Beldum, ja. Trotzdem traurig, dem armen Karnivanha hinterher. Ich hätte es gern gehabt. Was hätte es eigentlich noch gegeben? Würde mich interessieren. Ist so. Why not? Nee, nee, nee. Zum Glück habe ich nicht dieses Mistvieh bekommen. Es hat ewig gesperrt, deswegen kill ich sehr. Nur mit Beldum bin ich sogar sehr zufrieden. Ich habe noch. Hier ist so ein Haus. Seven City. Kirche sind wir in der City. Und wir können hier ein Pokémon fangen, geil. Was ist ein Pokémon oder ist das der alte Mann, der einen TM gibt, in Rot und Blau? Achso, das ist der alte Mann, fuck, ich dachte gerade für einen Moment. Ich dachte gerade für einen Moment, das wäre Tracium. Anton. Hätten wir noch nicht, okay. Hatten wir. Ne, deine Mutter hatten wir schon noch Spitzname. Wir hatten. Oh shit, das ist noch nicht. Nee. Nö. Die Ente. Kann man eigentlich hier den Spielhallen spielen? Auf jeden Fall haben sie nicht die coole Musik, also bin ich enttäuscht. Und sollten wir schon die Arena? Nee, nee, nee. Ich hätte gerade mehr Bock auf Fuxania City. Ausgesetzt, man kann da schon hingehen. Oh, hi, Zane. Finally, I caught up to you, Road. I saw you get off at Vermilion City, so I trailed you. I've been training my Pokémon here in Kanto. They're far stronger than before. Nein, ja, okay. Let me show. Ja, deine Pokémon sind stärker, aber nicht die wilden. Okay, Zane, mal wieder. Wird wieder ein Pokémon sterben. Polygon 2. Oh wow, er hat meine Schwebe mehr. Krass. Kriegst du einen Keks, Polygon 2? Was kann das Ding?
Schaden, okay. Ganz ehrlich, ich hatte tatsächlich schon Angst vor Eisstrahl. Das kann sie ja auch. Jetzt mal was getrunken. Oh, Hyperbeam. Okay, wie viel macht das? Das ist mein Step Normal Move mit plus 1 Angriff. Süß. Also süß für Porygon, ne? Heutzutage wird es deutlich mehr Schaden machen, allein schon, weil speziell ein spezieller Angriff von dem Ding ist ein Hoch. Ach, sehen, das war doch so klar, dass man wieder nerven musste. Oh, nice. Polygons Defense Fell. Aber ich muss sagen, ich müsste eigentlich auswechseln. Kid Cobra. Kid Cobra ist Kampf. Und er hat den Bedroher, um seinen Schärfer wieder wegzumachen. Mensch, wir sind jetzt super lustig, Porygon. Du Keck. Ich liebe das 5 von 10. Ne? Eigentlich wollte ich nicht auf die Tech gehen, aber das ist halt gut gleichzeitig. Jo, nicht nur du hast dazu gelernt, sehen, auch ich habe dazu gelernt. Triple Kick. Und 1. Und 2. Und es killt ihn nicht. Warum? Weil er natürlich genau jetzt zweimal, nur zweimal treffen muss. Oh, es kann Psychic. Okay, es macht nicht viel. Nein, ich bin froh, dass Kid Cobra so tanky ist. Alter, dieser Zane mal wieder, ne? Genau jetzt muss der Typ mal wieder nerven. Immer in den ungünstigsten Momenten, ne? Big Tribble. Tornupto. Nebenbei, Tornupto hat heute tatsächlich endlich mal wieder einen Kommentar geschrieben. Okay, wenn ihr das seht, wird das gestern gewesen sein, aber er hat wieder einen Kommentar geschrieben. Ich war mega happy, als ich den gelesen habe. Ohne Scheiß, ich war wirklich sehr happy. Endlich mal wieder einen Kommentar vom guten Tornupto zu sehen. Der hat mir gefehlt. Muss schon sagen. Sehr sogar. Okay, Wickfübel überlebt das. War mir aber auch schon klar wegen dem Regen. Oh, Zortens. Was wollen wir denn machen? Wickfübel. Außer boosten, boosten und nochmals boosten. Weiß nicht warum, aber ich will wissen, was das so einsetzen will. Sludgepump. Sludgepump ist doch speziell. Do use Quick Attack. Ich hab irgendwas Krasses erwartet, ne? Auto use Lapras. Okay, Lapras. Ich weiß, sollte ich Gardevoir irgendwann vielleicht wieder reinnehmen, ne? Okay, Lapras hat schon mal minus 1 Attack. Wollen wir mal sehen, was es einsetzen will. Detect. T-Bolt, okay. Sehr interessant, dass das Ding T-Bolt kann. Triple Kick. Und die 1. Und die 2. Und auch Nummer 3. Und es macht so wenig Schaden. Oh, okay, critical hitisch. Kennst du mal das, was ich gesagt habe? Super effective, ja, it hits 3 times. Ice Beam, okay, wie viel macht das? Weniger als der potenzielle T-Bolt.
Okay, der potenzielle T-Bolt hätte mich gekillt. Aber komm, ich kill dem jetzt. Oder? Ja. Weil da hätte er jetzt nur einmal getroffen, ich hätte, wäre ausgerastet. Weil ich habe schon mal eine Pokémon Blaze Black Egglock Challenge gesehen, da ist ein Capoeira gestorben, weil es nur einmal mit Dreifachkick getroffen hat. Oder sogar nur zweimal. Hier bei Lapras wird sehr gefährlicher Gegner geworden mit T-Bolt und Ice Beam. Hierbei merke ich auch gerade, dass ich nicht mehr so eine krasse T-Bolt-Schwäche habe. Ne? Gucken wir uns mal das Team an. Am Anfang, bis kurz vor der Liga, war es ja richtig krass, ne? Ja, Dennis resistiert das, Blume resistiert das, Carbonat ist ja scheißegal, nur Kitzkuba und Tonoplus ist sogar neutral. Random Use, Flamethrower, ja, der ist geschwächt. Also wird er nicht viel machen, ja. Dafür ist meine Hydropumpe gestärkt. Stirb. Umbreon. Stimmt, da war ja noch das Vieh. Oder die taktische jetzt mal. Da die taktisch erstmal. Mensch, das ist mal jetzt super lustig. Aber er wird mich niemals mit einem Hit killen. Es ist nach Tara, als ob der mich killen wird. Natürlich trifft er jetzt nur einmal, ne? Oh, es will toxinisieren, fuck. Wird aber niemals mit dem Gift jetzt ausreichen, oder? Was jetzt mit Kid Cobra machen wir? Kid Cobra Kampf-Pokémon ist im Kampf effektiv gegen Unlicht. Geminlook, du bist also der Schnittflüchte. Hatte ich sowieso nicht vor. Nee, nicht. Ich will keinen Dragon sitzen zu kämpfen. Wollen wir dreifach Kick, warum ist das so schwach und hat 10 AP? Verstehe ich auch nicht bei Heimtagen. Warum ist das so schwach und hat 5 AP? Oder Antikraft. Obwohl der Antikraft kann ich ja verstehen, da hat jemand einen potenziellen Boost. Oh. Umbreon. Die Taktik wieder. Dein Ernst? Wollen wir sehen, ob du den. Okay, er überlebt ihn, weil es daneben gegangen ist. Mensch, sehen und sein Nachtara immer wieder so eine Freude dagegen zu kämpfen. Das ist immer so cool, weil Nachtara so ein geiles Mon ist, wenn der Gegner es hat. Nachtara use Protect. Legit. Wie viel macht das Gift? Kills mich jetzt auf einmal? Nein. Mensch, ich hasse dies nach da. Es kotzt mich jedes Mal aufs Neue an. Ja, natürlich. Jetzt freuen wir uns auch noch voll. Du willst mich doch verarschen, Nachtara. Ich
Ja, jetzt ist Nachthara wieder voll geheilt. Wie viel macht das Gift? Kobal, Kikoba, ja. Bitte stirb nicht. Warte mal, das war nicht die Top-Genesung, fuck. Okay, wie viel Schaden macht das Toxin? Schalten wechseln, ne? Wish. Speeden wir das mal. Ich meine, das Film war geil. Aber ich will den gerade schon beendet haben. Und das noch in dem Leben. Und am besten noch in dem Part. Geil, das Toxin geht daneben. Haben wir ein Äther. Weil ich weiß, dass ich Elixier drauf habe. Welcher Äther? Weil das Toxin muss ich jetzt im Kampf nehmen, ne? Ich meine, das Film tut auch so ein bisschen in den Ohren weh, aber hey. Irgendwie muss ich diesen Scheiß hier schaffen. Da kotzt mich an. Wenn's jetzt macht Swish. Vielleicht das nur zweimal? Nö, am besten nur einmal. Ja, hast recht, Getrober. Hast recht. Aber jetzt kommt der Wish. Das ist scheiß drauf, ob Getrober jetzt verreckt oder nicht. Kill ihn, bitte. Danke, Getrober. Du wärst jetzt gestorben. Da geht Kobra, du bist ein Held. War das so schwer, dieses Ambien zu killen? Mein Jesus Christ. Even training my Pokémon in Kanto doesn't help. You have humiliated me for the last time, Root. I'm becoming more evil toward you and the rest of the world. Just wait and see what happens next. Ich gehe ins Pokémon Center, aber. Damit er mir hier nicht am Gift stirbt. Natürlich hat der Part mal wieder Überlänge, ne? Mittlerweile ist Überlänge ja schon die normale Länge, ne? Eigentlich will ich die Parts ja nur 30 Minuten lang haben. Ich würde mal wieder ausgehen, da drin lucken. Ich habe gerade aktuell keinen Bock auf die Stadt. Na ja, gut, schon, nice. Philoswine, nice. Philoswine, das ist mega nice. Ich will zwar nicht zu Mammutl, aber hey. Wenigstens etwas. Nebenbei ist das hier die Wiedergeburt von dem Mammutl von Carbonats Pokémon
weiß. Warte mal, Sanasuk. Nee, Spaß. Wie nenne ich das Team? So schnell zu, holy shit. Okay, was soll es hier noch geben? Stardust wäre cooler gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich will mich auch nicht beschweren. Pillowswine ist auch sehr gut. Sorry, Stardust, fisch das nächste Mal. Bitte sagt mir, die die ganzen Trainer entfernt haben aus der Route. Ich habe mich nämlich immer mega angekotzt. Mal tatsächlich. Nee. Oder ich. Wenn ich das mit dem Auto normalerweise nach unten fallen, hat mich auch schon immer angekotzt. Route 18. Und hier unten einfach die Trainer entfernt. Geil. Nee, einer ist noch da. Ja, hier bekommen wir einen Potrot. Alter, ich weiß jetzt schon, welches Videospiel ich hier dissen werde. Eins, das ich überhaupt nicht mag. Genauso wie Potrot. Und Potrol ist von mega krasser Tank, halt aber nichts aus. Warte, habe ich gerade die Zeit, das ist ein mega krasser Tank und hält nichts aus, egal, schnell's. Oder soll ich noch ein Videospiel benennen? Nee. Nach irgendeiner Art. Ich nenne ihn Noob. Sanya City und wehe, man hat die Safari-Zone entfernt. Da werde ich hier richtig sauer. Wisst ihr was? Darauf habe ich keinen Bock. Ich will gucken, ob man das entfernt hat. Ich habe immer noch das Recht zu schauen. Man hat die Wunde ernsthaft entfernt. Man hat sie ernsthaft entfernt. Man hat den Scheiß ernsthaft entfernt. Man hätte es doch einfach nur aus Pokémon Gold und Silber, aus Pokémon Feuerrose und Blattgrün übernehmen können. Gut, okay, jetzt wo wir hier sind, können wir uns ja hinfliegen. Ist ja ganz so schlimm, dass wir hier jetzt gefangen sind. Komm, jetzt fliegen wir mal mit Carbonat hierher. Hör das kurz noch an. Mensch, sie hätten doch alles übernehmen können, doch nur nicht das. Oder habe ich gerade den verpackten Tick zugesehen? Hier oben wird wieder schlampig programmiert. Rück mich lieber, sonst würde ich hier noch einen Anfall bekommen. Warum zum Fick hat man das entfernt? Ich weiß, ich höre mich gerade sehr leise an. Aber es ist schon 23 Uhr. Es ist Viertel vor 12. Da kann man es ja verstehen. Wartet mal. Eine Sache muss ich wissen.
So, sind hier jetzt auch Bäume? Nein. Okay. Einfach mal halt nicht da programmiert, dass man ins Wasser gehen kann. Ja. Ich würde sagen, beenden wir mal die Folge. Halt's Maul. Spreche, so Leute, wenn wir ihm tschüss.